So, liebe Leute von heute, da sind wir wieder bei Zelda Twilight Princess. Ja, im letzten Part haben wir ja den Schattenpalast. Wieso stehen wir jetzt wieder hier? Achso, natürlich. Ja, im letzten Part haben wir den Schattenpalast fertig gemacht. Und ich habe zwar gesagt, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schloss Hyrule, aber dabei habe ich eine ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar wollten wir ja die Drillhöhle machen. Und deswegen wandere ich jetzt gerade zurück zum Schattenspiegel. Ne, Sekunde mal. Die Drillhöhle. Ich guck mal ganz kurz, sind wir überhaupt bestens vorbereitet? Theoretisch gesehen müsste das so sein. Wir haben alle Herzteile. Wir haben blaues Elixier, echtes Gelee, Feentau und nochmal blaues Elixier. Unsere Waffen sind alle perfekt ausgerüstet. Ja, wisst ihr was? Wir machen die Drillhöhle. Oh oh. Ja, die Drillhöhle. Habe ich sehr schlechte Erinnerungen. Wir machen übrigens nur einen Versuch. Das heißt, wenn ich bis Stufe, ich glaube 50 Stufen gibt es in der Höhle. Glaube ich. Wenn wir bis dahin nicht kommen, dann ist das halt so, ja? Dann ist halt Pech gehabt. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir weit genug schaffen. So, die Drillhöhle. Das kann lustig werden. Böse Erinnerungen. So, ab geht's. Oder auch nicht. So, und Tschüssikowski. Für alle, die Drillhöhle nicht kennen oder das Prinzip der Drillhöhle nicht kennen, erstmal ist es hier derbe dunkel. Ja? Das ist wichtig. Nein. Je tiefer wir vordringen, desto stärkere Gegner kommen auf uns zu. Wer seine Kräfte erproben möchte, stelle sie hier auf den Prüfstand. Gut, erstmal ganz easy, so ein Viech da unten. Kein Ding. Ja. So, der ist weg. Wunderbar. Ich glaube, ich habe das damals auch versucht, bevor ich den Schattenkristall fertig gemacht habe. Ich guck mal ganz kurz bei den Dingseinstellungen, bei den Bildeinstellungen, ob ich da mal irgendwas ändern kann, dass ich das ein bisschen heller kriege oder so. Dass das ein bisschen besser aussieht. Hat sich was verändert? Ich weiß es nicht. Ja, doch, ganz geringfügig. Moment. Das haben wir gleich. Wenn ich die Helligkeit auf 10 stelle. Ja, könnte man so lassen, glaube ich, ne? Zumindest für die Drillhöhle ist das, denke ich mal, ganz gut. So. Dementsprechend machen wir uns jetzt auf den Weg noch tiefer. Die erste Etage haben wir ja jetzt geschafft. Die zweite Etage sind Fledermäuse, okay. Wie gesagt, die zweite Etage ist nicht so ein Problem. Also die ersten 10 Etagen. Und Ratten. Okay. 4 of a kind. Und ein blauer Rubin. Ja, wir wissen, dass der 5 Rubine wert ist. Das bringt uns allerdings herzlichst wenig, weil wir haben 1000 Rubine. So, wo sind die denn? So, ein gelber Rubin. Ja, der ist 10 Rubine wert. Mein Gott. Wie kommt der nur darauf? Ich weiß es nicht. Intuition. So, das dürften jetzt alle gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die Tür macht sich auf. Auf zu Etage 3. Na super. Dafür brauchen wir erstmal ein anderes Item, und zwar die hier. So. 1, 2, 3. Ihr dürft alle runter. Hui. Das war toll. Oh oh. Wow. Okay, du auch schnell und du, und das dürfte auch schon gewesen sein, das dürfte jetzt Etage 3 gewesen sein, oder? Jo. Mein Gott, wir sind da richtig gut. Ja, täuscht euch nicht, es wird richtig assi noch. So, Skulltulas. Leider geil. So, wie konnte man die am besten besiegen? Schildattacke? Nö. Riesenwirbelattacke? Hat auch nicht wirklich was gebracht. Ach, Riesenwirbelattacke haben wir doch noch gar nicht. So, die zwei sind hin, wieso auch immer. Haben wir nur noch die letzte. Die konnte man in Skyward Sword, konnte man die super besiegen, weil man da einfach von unten nach oben schlagen konnte und dann... Stechen bringt nichts. Schildattacke. Die bringt was. Ach so. Okay, Schildattacke for the win. Nee, in Skyward Sword kann man die richtig gut besiegen, weil da musste man einfach nur von unten nach oben schlagen und schon sind die nach hinten geflogen. Da hat man noch einen Fangstoß hinterher gemacht und alles war gut. Ist hier nicht so. Wow. Also als Zuschauer hat man hier Probleme. Nicht, um zu sagen, dass wir gerade irgendwie abgeknallt worden sind. Au. Mein Gott. Wow. Ganz ruhig. Ha, abgewehrt. Was willst du tun? Okay, 3 Bogenschützen. Supi. Und nächste Etage, bitte. Jetzt müssten wir bei Etage... War das jetzt Etage 4? Oder 5? Seht ihr, so schnell komme ich durcheinander. Aha, natürlich. Diese Feuerschnecken des Feuers. Die natürlich von überall kommen. So, heißt sie davon. Wow. Gut abgewehrt. Habt ihr das gesehen? So, du auch. Und du. Die kennen wir ja aus den Minen der Goron. Da kamen die her, ne? Ja, die Rubine brauche ich eigentlich gar nicht sammeln. Das bringt nämlich nichts.
Herzen werden hier übrigens nicht hinterlassen von den Gegnern. Wollte ich nur mal so sagen. Wo ist denn die Tür? Da ist die Tür. Es wird immer dunkler, das ist doof. Feuerfledermäuse. Und ein Feuersalamander. Ein Dodongo, besser gesagt, ja. Das sind ja die Dodongos aus Twilight Princess. Es gab ja mehrere Varianten von Dodongos. Wenn man zum Beispiel die von Ocarina of Time und so sieht, die haben sich doch schon ganz schön verändert, muss man sagen. Wie war denn... Oh, noch einer. Och, wie süß. Und Tschüssikowski. Eigentlich verstehe ich nicht, wieso... Naja, gut, die greifen uns auch an, also müssen wir sie auch angreifen. Ist logisch. Gut, dass es hier eine Karte gibt, ansonsten hätte ich mich verlaufen. So, nächste Etage. Bäh. Ausgerechnet die Viecher. Die liebe ich ja so, weil die immer so schön springen. Ich hasse es, wenn die springen. Stirbt! Wow. Das war ein Ultra-Kill. Aber so richtig. Ne, wieso es da hinten so dunkel ist und... verstehe ich nicht. Könnte ruhig mal überall hell sein, ja? So, was ist hier? Ah. Okay. Diese komischen Echsen. Und natürlich, ja klar. Bogenschützen. Supi. Die sich im Dunkeln verstecken, denn im Dunkeln ist gut munkeln, das wissen wir ja alle. Aber keiner hat das jetzt getroffen, das ist schon doof. So, oh, der hat abgeblockt. So, aber mit einem Helmspalter, da wird das nix. Tja, tut mir leid, aber so ein Helmspalter, der kann auch euch ganz schön wehtun, ne? So, pro 10. Etage, glaube ich, kriegen wir eine Fee. Da ist er ja schon. Okay, also Etage 10. So, dunkel. Was ist da los? Übrigens, ja, es ist tatsächlich so, sie trägt keine Oberkörperbekleidung. Die Haare verdecken alles. Nur so kleiner Rand. Tipp am Rande. Das habe ich nämlich gelesen bei Dings. Ich dachte, ja, da irgendwas drunter, hat's aber nicht. Willkommen in der Drillhöhle, Held, der du die Finsternis vertreibst. Ich bin die große Fee. Als Königin herrsche ich über die Feen dieser Welt. Um deine bisherigen Mühen zu würdigen, werde ich die Feen in der Quelle von Ordon freilassen. Um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du dich an steilen Felshängen entlang bewegen kannst. Wenn du noch nicht für diese Herausforderung bereit bist und dich noch etwas vorbereiten willst, bringe ich dich zurück nach oben. Ich will aber nicht zurück nach oben, ich will weiter. Seht ihr, hier gibt es keine Feen oder so, wir sind wirklich auf das angewiesen, was wir haben. In dem Fall unsere... super tollen Dings da, Bums da. So, ab hier brauchen wir jetzt den Greifhaken. Okay. Schmerz. Wobei, eigentlich den Greifhaken, den müssten wir... Wow. Ganz viele Ratten, habt ihr das gesehen? Wo kamen die denn alle her? So, die zwei dürften jetzt hin sein. Der natürlich... Au. Wie kann uns so ein kleines Viech so derbe umrennen? Das verstehe ich nicht. Mann, bleib doch mal stehen. So, jetzt. Aber da war er weg. So, okay. Jetzt macht sich da was auf. Oder brauchen wir hier den... Wir brauchen den Gleiter. Ach so, natürlich den Gleiter. Wo ist denn der? Da. Gleiter! Hey! Und Tschüssikowski. Ja, ein bisschen Flipper spielen. Das macht Spaß. So, das ist jetzt also Etage 11. Das hier ist 12. Ein Riesenschleimgelee. So, jetzt bist du fällig. Oder ihr. Oh Mann, viel zu viele. Ja, kann ich alles einfüllen, aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist, weil das lila Schleimgelee bringt, soweit ich weiß, nichts. Angeblich sollte das mal irgendwas bringen für Höhlen. Also wenn man in Höhlen ist, dass da... Ich wollte gerade fragen, waren das jetzt nicht alle? Dass man in Höhlen angeblich damit all sein Leben auffrischen kann, aber das ist eine Lüge. Oh nein! Diese Scheißviecher. Die kennen wir ja aus dem Wassertempel, ne? So, erstmal du hierher, dann machen wir dich schnell platt. Dann haben wir zumindest den einen weg. Dann holen wir den... Au. Zweiten, der uns mit einer Wasserblase kaputt macht. Ja, mit einer Wasserblase. Wasser tut weh. So, und den noch. Oh, die sind ja doch relativ einfache. Wenn man weiß, wie. So, und du. Und bist auch weg. Ich bin mal gespannt, wie weit wir es in diesem Bad schaffen. Wir haben schon 10 Minuten aufgenommen und 10 Etagen dafür gebraucht, ungefähr. Oh. Könnte knapp werden. Vor allem, weil die Kämpfe ab sofort immer heftiger werden, ne? Ah, Skelettschädel. Supi. Wow! Das waren doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Gebe ich zu. Habe ich jetzt alle weggemacht? Nee. Schade. So, du auch weg und du. Wow.
geht ab hier, ne? Im absoluten Notfall. Was sollte der denn jetzt? Ha, lol. Im absoluten Notfall haben wir ja noch unsere magische Rüstung. Wir haben ja 1000 Rubine, von daher wird die schon einiges abhalten können, denke ich mal. Aber ich denke mal, die sollte ich, wenn es geht, aufheben für die letzte Etage. Die letzte Etage besteht nämlich aus insgesamt drei, sag schnell, drei Nimbusgarden. So, man kann es sich leichter machen. Habt ihr ja gesehen, ne? Man kann es nämlich einfach in die Luft bomben. Auch wenn das irgendwie nicht so ganz geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte, wie es aussieht. Sind alle schön dahin gerannt und dann war es denen doch egal. Hm, egal. So, komm, nächste Etage. Wir sind gerade voll gut dabei. Tö. So. Hier ist ein bisschen dark. Ah, nur ein bisschen, obwohl es geht. Okay, Fledermäuse. Ganz schön viele Fledermäuse. Und Ratten, natürlich. Aber einfach nur dunkel. Ansonsten ist ja nichts anderes, hä? Es ist einfach nur dunkel. Ja, nicht. Wo sind sie? Da. So. Waren das jetzt alle? Nee. Da. Hier sind aber immer noch welche. Die Frage ist nur, wo? Da. Au. So, jetzt nicht mehr. Das dürften sie jetzt gewesen sein? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wo denn? Hä? Verstehe ich nicht. Wo sind sie denn? Ja gut, ich... hoppala, falscher Knopf. Mal wieder, ich bin so gut. Mit der Lampe? Hm. Sieht man auch nicht so viel mehr. Da! Geht doch. Mein Gott. So, das dürfte die letzte gewesen sein. Tun wir die Lampe mal wieder weg. Schön dunkel. So muss das. So, nächste Etage. Oh, fuck. Da ist ein Geist. Und Knochenhunde. Und ein Geist. Der Geist, der könnte jetzt am problematischsten für uns werden. Sollten wir erstmal Knochenhunde platt machen. So. Dann schnell zum Wolf werden. Da kommt ja noch einer. Und dann... Ach, machen wir einfach erstmal ganz schnell den Geist. Dann haben wir den nämlich fertig. Hallo? Fangstoß. Dankeschön. Oh. So, Geisterseele und jetzt machen wir die Hunde. Wo sind sie? Wo sind die denn nur hin? Verstehe ich nicht. Na, ernsthaft, wo sind die? Da graben sie sich aus. Ja, kommt. Kommt mal her. So. Waren das jetzt alle? Ja, natürlich. Der, der als erstes getroffen wird, der hat nichts abgekriegt. Logisch. Ist logisch. So, war es das jetzt? Ja. Gute Sache. Gut, ihr merkt, wir kriegen auch mit Gegnern zu tun, die wir nur als Wolf besiegen können. Geister. Aber denke ich mal nicht so ein Problem, ne? So, mal gucken. Immer erst gucken, was uns erwartet. Sonst wird das problematisch. Wow. Link hat sich selber erschrocken. Hier ist irgendwie gar nichts. Ah, natürlich. Natürlich. Na komm mal her. Komm näher und dann alle weg. So. So besiegt man die, nicht anders. Bums, bums, bums macht's dann. Bring Rubine. Was uns nicht wirklich viel bringt, weil unsere Rubinbörse nur 1000 aufnimmt. So, und hier sind Schleim. Schleim und... Huiuiui! Ganz viel Schleim. Hier könnte man übrigens, das ist so ziemlich, glaube ich, die einzige Stelle, wo man tatsächlich Glück haben könnte und sich ein Gilet aussuchen könnte, nämlich das blaue. So durch, dass man, also das wäre so ziemlich die einzige Heilung, die man hier hätte, wenn man nicht irgendwie vorbereitet hier wäre. Ey, ich hasse diese Schleimgelees, habe ich das schon mal gesagt. Es ist einfach, weil die sich immer wieder fusionieren und dann defusionieren und dann fusionieren und defusionieren. Das ist doof. War's das? Oh, nee. Das ist doof. So. Na komm. So. Mach einfach alle platt. Ja, wobei, man kann sie nicht platt machen. Man kann sie nur, wie gesagt, defusionieren. Defusionieren. Schönes Wort. Na komm. Ah, ich dachte schon. Next, please. Dankeschön.
So, was kommt jetzt auch alles auf uns zu? Oh! Coole Sache. Innerhalb von 5 Minuten. Hm, nicht schlecht. Da ist sie ja wieder. Sie guckt sehr erfreut. Ich bin beeindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Um deine bisherigen Mühen zu würdigen, werde ich die Feen in der Quelle von Firone freilassen. Um weiter ranzukommen, brauchst du etwas, womit du Eis zertrümmern kannst. Wenn du noch nicht bereit bist, die Herausforderung anzunehmen und mehr Vorbereitung brauchst, bringe ich dich zurück nach oben. Ja. Gut, Eis zertrümmern. Das heißt, ab jetzt kommt der Scheißteil. Der wirklich Scheißteil. Ab jetzt kommen nämlich auch diese Viecher, die uns einfrieren können. Die mag ich überhaupt nicht. Ich glaube, die kommen jetzt sogar, ne? Nee, noch nicht. Jetzt sind erstmal die Viecher, okay. Attacke! Wow! Voll abgeschmettert. Habt ihr das gesehen? So. Die müssen wir erstmal hier alle platt machen. Wie gesagt, am schlimmsten ist eigentlich, wenn nachher diese Firndinger kommen, die uns einfach alle eiskalt einfrieren. Ja, uns alle. Da gibt's keine Ausnahmen. So. Erstmal dich. Haha! So. Next. So, das ist jetzt Stufe 21, ne? Ohne zu gucken. Das ist schlau. Aua. Ja, hier sind nur wieder Ratten. Natürlich, Geisterratten. Schöne Sache. Nicht wirklich. Ja, Geisterratten gibt's hier auch. Die kennen wir ja aus, Dings. So, Booms. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Und du auch weg. Nervt mich. Nervt mich nicht. So. Beide weg. Sonst noch was? So. Weggeschnetzelt. Du auch noch. Komm. Hopp. Und du. Blauer Rubin. Noch ein blauer Rubin. Oh, der ist weg. Na gut, weil wir die auch so unbedingt brauchen, ne? So, schnell wieder zu Menschen werden, weil wir wissen ja nie. Ach ja, die Drillhülle. Ist schon lange her, dass ich die das letzte Mal gemacht habe. Was? Oh. Stalfos! Ganz viele Stalfos! Oh oh. Na ja, komm. Ui, das war aber ein Massenmord. Kann man so sagen, denke ich mal, oder? Das war wirklich ein Massenmord. Mit nur einem Schlag. Wow. Wie diabolisch. Gut, wir haben schon ein paar Herzen verloren. Das ist nicht so gut. Was? Remords. Oh, nee. Da gehe ich mal nicht unvorbereitet runter. Weil Remords, wir wissen es ja, die sind böse. Ja. Schmeiß einfach dahin. So. Bringt das eigentlich was? Die, ich meine, die ist direkt... Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Wie soll ich denn die dann töten? Wir springen einfach mal am Rand runter. So, der steht auf. So, 3 Schläge. Machen wir erstmal die am Rande. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, die nächste natürlich. Komm, lass mich bewegen können und dann haben wir die erste... Boah, Schmerz. Ich hasse es, weil die uns wie versteinern können. Die Penner. So, eine ist weg. Eine von 3. Supi. So, weg und... Uah. Habe ich 2 hingemacht? Nee. Eine ist noch da. Er schreit. Au. Oh, ja, ich konnte mich nicht bewegen. Was willst du machen, wenn du dich nicht bewegen kannst, ne? Dann ist das halt so. Dann kannst du dich halt nicht bewegen. Das ist doof. So, der ist auch weg. Der da hinten liegt noch. Ich will auch so aufstehen können. Das ist voll stylisch irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Na gut, der muss sich erstmal umdrehen, besser. Oh, der dreht sich aber schnell um. Au. Penner. Jetzt kriege ich einen Anruf. Toll. Wer ruft mich jetzt an? Gut, ich mach mal ganz, ganz kurz Pause. So, bin wieder da. Wir können direkt weitermachen. Oh, scheiße, wir sind paralysiert. Nein! Ah, ausgewichen. Mein Gott, so macht man das und nicht anders. So, ich habe jetzt übrigens nochmal in der ersten Aufnahme nachgeguckt. Wir sind jetzt auf Ebene 24. Haben schon über 20 Minuten jetzt fast aufgenommen und... Wow! Da schießt jemand. Warte mal. Den Ding kriege ich. Der Wichser. Der Wichser. So, selber schuld. Leg dich nicht mit Schützen an. Könnte ins Auge gehen. Oh, verdammt, da ist noch einer. Der schießt von unten. Das ist was anderes. Den konnte ich nicht erreichen von da hinten. Ah! Mistkerl. So, habt ihr das gesehen? Der hat einen Pfeil im Knie. So, dann wollen wir sie mal alle platt machen. Ne? So muss das. Der hat da gerade ein bisschen blöd geguckt.
Nach dem Motto, verstehe ich nicht, wieso ist der tot? Verstehe ich nicht. Ah, wollte mich mit einem Pfeil abschießen. Aus der Entfernung, das ist peinlich. Das ist echt peinlich. Aus der Entfernung geht man in den Nahkampf über. Aber aus Protest... Warte mal, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Wieso geht das nicht kaputt? Normalerweise geht das immer kaputt, warte mal. Ah! So. Das nennt man mal Eichenholz, wa? Das ist so eine Kacke. Gut, 25, das hier ist jetzt 26. Und da unten sind... Ausgerechnet so welche. Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Warte mal. Bombe! Oh, interessiert den Scheiß. So, vielleicht. Hallöchen! Bums! Au. Ja, mit dem Bums war eigentlich nicht gemeint, dass ich mich selber kaputt haue. So, bleibt da mal alle stehen. Bleibt da alle stehen. Danke, danke, danke. Bitte. Ja, ich weiß, ich bin fies. Aber nur zu Skeletten. Zu Katzen bin ich nett. So, Skulltullas, die an der Wand hängen. Das ist auch eine saubere Sache. Wartet mal. Da kommt einer von unten. Jetzt aber gern. Den habe ich aber ordentlich einen von Datz gegeben. So, noch ein. Und hier auch. Jo, jo. Und da schieße ich die von hier oben. Ja. Mache ich. Ist easier. Mit nur zwei Schuss sind die fertig. Und das ist ja mal was. So, okay. Vergiss es. Habt ihr das gesehen? Im Flug. Wow, da kommt sogar der Rubin von oben. Im Flug habe ich den einfach mal eiskalt abserviert. Hä? Ach, da sind ja schon fast alle weg. Außer du. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Der wollte gerade noch wegspringen. Hat er aber nicht geschafft. So, das war jetzt Stufe 26. Ich weiß, ich bin schlecht im Zählen. Zumindest kann ich es mir irgendwie nicht merken. Oh, da unten wird es schon etwas heftiger. Warte mal. Geschenke! Haben sie Angst vor. Bums. Wo kommen denn diese Bomben her? Ah, wisst ihr was? Einmal hier in den Kreis und dann... Ab geht da der Peter. So. Ich glaube, das hat den meisten schon ganz schön wehgetan. Oh, scheiße, die stehen wieder auf. Ah, die sind irgendwie zäh. Außer die zwei, die waren jetzt tot. So. Ey, die sind wirklich zäh. Leckt mich am Arsch. Das steht da nochmal auf. Mein Gott, bleib liegen. Schlafen ist gesund. Junge, die sind... Die halten wirklich viel aus. Aber war das nicht die, die wir mit dem Holzschwert haben wir die doch mit einem Schlag fast K.O. gehauen, oder nicht? Mit dem Holzschwert, ja. Wir haben jetzt das Masterschwert auf stärkster Stufe. Hä? Verstehe ich nicht. So, eigentlich wollte ich nur noch bis zur Fee machen und dann... Na, ich verstehe. Ich verstehe. Funktioniert das? Das sind Stalfers. Oh nein! Na gut, dann geht's abwärts. Oder sind das Remords? Wenn das Remords sind, haben wir ein Problem. Nein, das sind Stalfers. Ah! Warte mal, bleib mal stehen. Hallöchen! Mach Bums. Da war er einfach weg. Ja, wieso schmeißt du die Bombe? Link. Sowas macht keinen Spaß. Hab ich die jetzt blank gezogen? Ich hab die blank gezogen. Hey, schmeiß die Bombe dahin. Leg die Bombe dahin. Oder was auch immer. Das ist lebendig, das ist auch lebendig, hier ist alles lebendig, das ist doch doof. Oh, daneben. Ja, krieg ich nicht aus dem Stein. Ich bin halt Link und nicht Arthus. So, du auch. Bevor der irgendeine Scheiße baut. So. Gut, wir haben bis jetzt fast 10 Herzen verloren, also insgesamt natürlich 9 ein Viertel. Nicht 9 drei Viertel. Und hier ist nochmal... Was war denn jetzt? Hallo, Nunchuck? Jetzt geht er. Okay. Ach, die Fee, ich glaub's ja nicht. Gut, dann würde ich nämlich fast sagen, springe ich ja erstmal runter. Au. Gut, dann haben wir jetzt insgesamt 30 Stufen von 50 geschafft. Das will schon mal was heißen, aber ab jetzt wird's assi. Bin ich mal gespannt, ob wir das im nächsten Part alles schaffen. Jetzt rede. Ich bin beeindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Das hast du schon mal gesagt. In Ranelle, glaube ich, wollten sie dir jetzt weitermachen. Statuen beherrschen kannst. Statuen. Kopierstab. Okay. Läuft. Dann würde ich sagen, beende ich hier den Part, wenn er euch gefallen hat. Wir machen die Drillhöhle noch fertig. Es sieht bis jetzt ganz gut aus, dass wir es auch schaffen.
Wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar und ich sag erstmal Tschüss und bis zum nächsten Part. Euer RenchyLP. Bye.